Hallo und herzlich willkommen zurück zum Darksiders Let's Play. Wir sind bei Folge 16 angelangt und sind gerade dabei, den zweiten Fluch zu brechen, um durch das zweite Tor durchzukommen. Ich sehe gerade, da oben ist eine Vulkan-Position und... Bin ich falsch? Finden wir es heraus? Nein, bin ich nicht. Hier geht es direkt weiter zum nächsten Shadow Lurker. Und damit auch den letzten. Ja, wir sollen mit Autos Gegner töten. Warum nicht? Sterben ja mehr Menschen bei Autounfällen als sonst wo. Und es haut noch ganz gut hin. Wenn wir sie vorher ein wenig andamagen, geht das Ganze vielleicht viel einfacher. Nur wenn man mit dem Auto nicht trifft, ist es natürlich auch ein bisschen blöd. Aber ansonsten, das war ein Fehler. Ja, jegliche Fledermäuse. Mit den Autos müssten wir die Fledermäuse eigentlich instant töten können. Weil die sind eben nicht so, sondern nicht widerstandsfähig. Aber der richtig schwere Teil beginnt leider Gottes jetzt. Weil wir wieder Stinkies haben. Und Stinkies sind blöd. Ich mag keine Stinkies. Deshalb wir auch schauen, dass wir hier so schnell wie möglich an die Autos rankommen. Weil uns bleibt auch gar nicht mehr so viel Zeit, um diese Challenge hier zu meistern. Leider kommen die Autos etwas schleppend nach. Gut ausgewichen. Ja, Eigenlob stinkt. Und das war jetzt eigentlich auch nicht geplant, ehrlich gesagt. Da habe ich einfach nur an der falschen Stelle E gedrückt. Autos. Autsch. Keine Autos, sondern ich suche Autos. Gehen wir einfach mal Wagen in die Fresse. Und bei Cobra 11 sind das natürlich keine Neuwagen, die wir hier zerstückeln. Das sind alles ganz billige alte Gebrauchtwagen. Mit denen wir einfach nur ein bisschen spektakuläre Action machen. Die Autobahnpolizei, Alarm für Cobra 11, bla bla bla. Hab ich früher als Kind immer sehr gerne geguckt. Damals war das aber auch noch cool. Glaube ich. Zumindest. Also für mich war es damals sehr cool. Aber die Zeiten ändern sich, die Besetzung hat sich geändert und naja. Es ist halt immer noch das gleiche Konzept und mittlerweile langweilig und schlecht geschauspielert vor allen Dingen. Aber als Kind fällt einem das natürlich nicht so auf. Mir ist es nicht aufgefallen. Now that was entertaining. Can we do it again? Nein, bitte nicht. Einmal reicht. Ja, jetzt könnten wir theoretisch auch schon das Gate öffnen.
Aber. Wir haben ja eben noch eine Vulgrim-Position entdeckt, zu der wir noch hingelangen müssen. Wenn wir sie denn finden würden. Ja, wir müssen hier vorne wieder zum Gate und dann hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir die Vulgrim-Position noch finden. Und natürlich habe ich verdammt nochmal vergessen, in den Timer zu stellen. Das ist natürlich außerordentlich dumm. Weil ich jetzt nicht genau weiß, wie lange wir schon gebraucht haben. Ich tippe mal auf 5 Minuten. Ja, dann muss ich halt schauen. Und schätzen. Vielleicht kommen wir sogar hin. Vielleicht bin ich sogar relativ gut im Schätzen. Im Raten bin ich schon immer gut gewesen. Das sieht man an meinem Abi. Nur im Studium klappt es nicht mehr ganz so gut mit dem Raten, aber nur so ein persönlicher Tipp. Ab und zu muss man auch mal was lernen. Wenn wir denn jetzt da vorne... Was übrigens ein Fehler im Spiel ist, aber dazu kommen wir dann demnächst irgendwann. Vulgrim. Hier geht es wieder ganz zurück. Vulgrim ist, glaube ich, hier um die Ecke. Ja, da ist unsere Vulgrim-Position. Sprechen wir mal mit Vulgrim. Old Vulgrim's got something new for you. Kauf mir einfach mal Reaper's Revenge. You are as wise as you are powerful. Devil's Cross. You drive too hard a bargain, friend. Sword Uppercut hört sich doch ganz gut an. Excellent choice. Die Flipsaw finde ich auch so cool. You are as wise as you are powerful. Machen wir einfach mal, was machen wir denn mal? Eine Lebensessenz. Ah, warum? Nö. Wir kaufen einfach Left Shift und S. Ja, sieht cool aus, nehmen wir. Habe ich zwar noch nie benutzt. Left Shift und S. Ja, cooles Ding. Ist gekauft, werden wir auch öfter mal benutzen. Und runterfallen sollten wir jetzt nicht. Wir gehen zum Gate und öffnen das Gate und dann müssten wir eventuell jetzt noch grob geschätzt 8 Minuten haben. Ich weiß, meine Schätzung ist immer etwas daneben vielleicht. Oder ich pausiere einfach gerade, breche die Aufnahme ab und schaue, wie lange ich schon aufgenommen habe. Das wäre die andere Möglichkeit, aber irgendwie wäre das, glaube ich, langweilig, oder? Oh, ein Teil der Unterwelt-Rüstung. Wie viel haben wir denn? Kann man das irgendwo einsehen? Ja, 1 von 10. Und diese Rüstung kann man im ganzen Spiel sammeln. Sieht dann doch sehr cool aus, wenn man die so komplett sein eigen nennen kann. Und wie gesagt, im letzten Game habe ich da schon ein paar Teile gesammelt. Ich kann mich aber auch nicht mehr genau erinnern, wo ich diese Teile gesammelt habe. Deshalb schauen wir einfach mal, wie viele Teile wir bei dem Let's Play hier finden. Und lassen uns einfach mal gespannt sein, was dabei rauskommt. Fischi. Erinnert sehr stark an den Film Piranha, falls jemand gesehen hat. War sehr lustig und kreuzdämlich. Es war mehr eine Horrorfilm-Verarsche. Als ein richtiger Horrorfilm. Aber ja, Christopher Lloyd war der Film auf jeden Fall wert.
eine sehr, sehr exzentrische Rolle in dem Film gespielt, aber falls jemand nicht weiß, wer Christopher Lloyd ist, unbedingt Zurück in die Zukunft sehen. Dr. Emmett Brown. Genial, der Mann. Leider hört man von ihm nicht mehr allzu viel. Aber muss ja nicht unbedingt an einer Schande sein, dass der Mann jetzt so langsam mal die Nase voll hat oder vielleicht auch gar keine Angebote mehr bekommt. Was ich sehr schade finde, weil wie gesagt, ich mag den Mann. Er ist nicht schlecht und die haben ihn wieder in der Vulcan-Position. Wobei ich denke, dass ich... ja, also wenn es passiert, dass ich plötzlich abgehackt und weg bin, dann ist die Zeit abgelaufen gewesen. Und ich habe dann halt keine Abmoderation für diesen Teil, aber ich möchte unbedingt hier so nah an die 15 Minuten rankommen wie möglich. Was natürlich blöd ist. Okay, ich mache hier einfach mal kurz einen Schnitt und schauen mal, wie viele Minuten wir schon haben. Ja, ich habe gerade geschaut, wir sind bei etwas über 10 Minuten. Der nächste Teil beginnt mit einer sehr coolen Zwischensequenz. Und ich würde das jetzt ungern machen, dass ich das nicht in einem Rutsch zeigen kann, weil es hat schon seinen Sinn. Und es wäre halt blöd, wenn ich das jetzt mittendrin abbrechen müsste. Deshalb sage ich jetzt erstmal Tschüss. Die Abmoderation jetzt dauert ein bisschen länger, weil ich noch ein bisschen Zeit rausschlagen möchte. Wir können ja mal gerade noch ein wenig schauen, was wir hier überhaupt für passive Fähigkeiten haben. Den Shadow Flight, unsere Flügel, die wir von Samael bekommen haben, um zu Tiamat zu können. Dann haben wir die Serpent Holes, die Fähigkeit, um das Netzwerk der Schlangenlöcher zu benutzen, um das Schnellreisensystem freizuschalten. Die Chaos Form, die wir bekommen haben, nachdem wir das Herz von Tiamat an Samael gegeben haben. Und den Block-Counter, den man mit der linken Alt-Taste aktiviert, wie ich so grandios vergessen habe. Den Blade-Geysir haben wir noch im Angebot, den wir als aktive Fähigkeit haben. Consumables kann man sich diese Empty Vessels kaufen, das sind so wie, ja, wie Flaschen bei Zelda. Die kann man befüllen mit, je nachdem was man bei Vulcan kauft oder halt auch findet. Und dann haben wir den Earthcaller bekommen. Gibt es aber auch keine Info zu. Und das Crossblade. Waffen haben wir bis jetzt nur Sense und Chaos Eater, aber wie dieser Kreis hier vermuten lässt, werden wir noch eine finden. Vielleicht sogar im nächsten Dungeon. Wer weiß das schon. Artefakte haben wir bis jetzt noch gar nicht so viele gefunden, 4 Stück. Und das war's auch schon mit diesem Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören und mich ertragen. Wir sehen uns im nächsten Teil, der etwas epischer wird als dieser, hoffentlich. Macht's gut, bleibt mir gewogen und hasta Cluedo.